Rocco und seine Brüder, beziehungsweise ich bin Rocco und meine Brüder sind gerade da drüben ein paar Löcher versenken. Wir lassen uns eigentlich ungern in irgendwelche Spaten oder Ecken drängen. Ein Kunstkollektiv, Aktivistenkollektiv, Springerpresse meinte, Schockaktivisten, das ist eigentlich völlig egal. Ja, das Schöne an Berlin ist, dass die Menschen eigentlich mit Scheuklappen durchs Leben laufen. Und wir beispielsweise, sobald wir uns eine Warnweste anziehen, egal was wir auf der Straße machen, eine Daseinsberechtigung haben. Und es macht natürlich auch Spaß, so mit den Leuten zu spielen. Wo wir den Notausgang aufgeschnitten haben, ist genau neben der Hauptzentrale des Ordnungsamts in Berlin, wo sie auch regelmäßig rauchen gehen. Aber wenn 5 bis 6 Bauarbeiter im Abstand von 2 Minuten mit Klopapier unterm Arm kacken gehen, gucken sie halt nicht genau hin. Aber wenn ein Kind mit Kapuzenpullover in einen U-Bahn-Tunnel geht, ist es natürlich eine andere Sache und das muss man sich halt zunutze machen. Die urbane Unsichtbarkeit, das orangene Camouflage. Drei Minuten noch. Ist die fertig? Trickstück ist alle. Das ist halt die Idee dieser fahrenden Leinwand, ne? Dass dein Bild, dass dein Ich, dass dein Ego, eigentlich, dass du in Gegenden hinfährst, wo du selbst gar nicht hinkommst. Und es ist halt quasi nochmal das I-Tüpfelchen obendrauf, als wenn du einen Namen an die Wand malst. Und ja, dieser Zug hat sich in der Graffiti-Szene halt als Primärmedium quasi etabliert. Und ich male eigentlich ausnahmslos Züge. Die Quintessenz von Graffiti ist halt das Illegale. Ohne funktioniert das nicht. Die Karren auf Licht an. Voller. Ich sehe das eher als ein Performance-Kunststück. Das Komplettpaket mit Vorbereiten, nächtelang im Gebüsch verbringen, zu gucken, wie die Takte der Securities sind, zu wissen, wie kann ich mein Bild in den 18,5 Minuten auf den Zug bringen. Das braucht schon alles ziemlich taktische Finesse. Und das ist für mich das Kunststück, ist eigentlich die Aktion daran. Gar nicht das, was später an dem Zug ist. Natürlich ist es dann irgendwie, man kann es vielleicht als separate Kunstwerke sehen. Ich springe hier als erstes, also wir machen das Ding auf, ihr wartet oben einfach in Vollmontur mit allem drum und dran, ich springe nur kurz rein und gucke. Und dann sage ich so. Sie fährt rein, das ist nicht gut.